Im Imo sind die Füchse los. Herzlich willkommen im neuen Video. Hallo. Ja, wir sind dieses Wochenende mal wieder losgefahren, wurde auch mal wieder Zeit und wir sind in Lelystad in Holland, also in den Niederlanden. Wir haben gerade gelernt, ob es stimmt, weiß ich gar nicht, ich sage das jetzt einfach mal, das ist die jüngste Stadt Hollands und liegt mit 5 Meter unter Meeresspiegel, auch relativ tief und wird durch irgendeinen Staudamm hier halt so gehalten, dass man das bewohnen kann. Ja. Hat man uns erzählt. Ich hab nicht recherchiert. Keine Ahnung, ob es stimmt. Hat der Platzwart vorhin erzählt, genau. Und wie ihr sehen könnt im Hintergrund, geht jetzt gleich die Sonne unter. Wir stehen direkt an so einem kleinen Strand hier. Ich drehe mich jetzt gleich mal und zeige euch, wie schön wir hier stehen. Also schaut mal. Hier wollen wir jetzt ein Wochenende verbringen und gucken, was wir hier so erleben. Schmeckt's? Ja, lecker. Kokosjoghurt mit Müsli. Lass mal gucken. Schmeckt wirklich sehr lecker. Wir haben auch schon das Frühstück. Ein Leckerchen am Morgen, ne? Mhm. Wir haben die erste Nacht gut geschlafen. Der Platz ist heute Morgen sehr leer geworden, wie man sieht. Also da hinten stehen noch 2 Wohnmobile. Aber der Stellplatz Mensch hier, der hat gesagt, hier soll irgendwie am Wochenende so ein Surf-Festival sein. Ja, ist zwar überhaupt gar kein Wind im Moment, keine Ahnung, wie man da surft, aber wir lassen uns mal überraschen. Genau. Wenn es irgendwas zu sehen gibt, dann seht ihr das auch. Genau. Also kann ich mir vorstellen, dass es hier vielleicht später wieder voll wird. Ich habe auch schon gesehen, die hantieren da hinten rum. Ich glaube, ein Pommeswagen ist da hinten schon gekommen und solche Sachen. Also irgendwas passiert auf jeden Fall. Also wenn wir von unserer Fahrradtour zurückkommen, vielleicht ist es dann wieder voll. Dann steppt hier der Bär. Schauen wir mal. Ja, und wir haben eine Runde bei Komoot rausgesucht. Hier soll nämlich auch so ein schönes Naturschutzgebiet sein. Und wir fitzen so ein Stück durch Lelystad und ein Hafen, ne? Auch so ein Museumshafen, glaube ich. Irgendein Museum, was genau, habe ich keine Ahnung. Also ihr seht, wir sind nicht besonders gut vorbereitet. Wir sind wieder einfach mal spontan irgendwo hingefahren. Und ja, jetzt gucken wir mal, was hier so gibt und dann schauen wir mal. Meistens ist das immer am schönsten. Ich glaube, wir haben doch Wochenende. Genau. Wir können noch machen, wie wir lustig sind. Wir haben jetzt auch schon recht spät, ne? Also ich weiß gar nicht. Ja,
20 vor 12. Okay, aber ich habe jetzt gerade gar nicht gesagt, dieser Deichzubringer da hinten, da geht irgendwie eine Straße, keine Ahnung. Und die ist hinter dem Stellplatz und heute Morgen früh hat man es dann gehört. Heute Nacht war es aber ruhig. Ja, das wollte ich noch sagen. Vielleicht sprechen wir nachher mal mit dem Stellplatzmenschen hier. Der hat so einen schönen Berliner Dialekt. Der hat uns gestern schon ein bisschen was erzählt. Vielleicht lassen wir den nachher mal was erzählen oder dieses Wochenende ein bisschen was über die Gegend und über den Platz und könnte ja für den einen oder anderen interessant sein. Okay, dann machen wir uns jetzt erstmal auf den Weg, ne? Machen wir. Machen wir. Kann ich hier zumachen? Du kannst zumachen, ja. Und auf der anderen Seite scheint das Museum zu sein. Da gehen wir jetzt nicht rein. Wir haben ja auch Mila dabei und ich weiß gar nicht, ob Hunde erlaubt sind. Und da hinten stehen die Wohnmobile. Also wir sind noch gar nicht weit gekommen. Wir sind dann über diese Brücke gefahren. So, wir sind hier gerade an einem schönen Naturschutzgebiet vorbeigekommen und hier gibt es dann so eine Station, wo mehrere Wanderwege losgehen. Da wollten wir eigentlich mal ein Stück durchlaufen, damit der Hund nicht die ganze Zeit im Anhänger sitzt. Ja, ist leider nicht möglich. Wir müssen diesen Park wieder verlassen, weil Hunde hier nicht rein dürfen, auch nicht an der Leine. Das ist natürlich sehr schade. Wir sind ja dieses Wochenende extra hier zur See gefahren, weil Ralf sich erhofft hat, noch Tulpenfelder zu sehen. Ja, uns war schon klar, dass das knapp werden könnte, weil die Zeit eigentlich ja schon vorbei ist. Aber ein Feld haben wir ja noch gesehen, wo noch viele Blüten waren. Nur da kamen wir nicht hin, weil da so ein Wassergraben zwischen war. Ja. Bist du enttäuscht? Gibt Schlimmeres, ne? Trotzdem schön hier. Ja. Schön ist es, das stimmt. Jetzt haben wir doch noch ein schönes Tulpenfeld gefunden. Wir haben jetzt was gegessen, wir hatten nämlich mittlerweile ganz schön Hunger und wir sind jetzt im Naturpark Lelystad. Lelystad ist richtig. Lelystad. Mann, oh Mann. Und hier dürfen Hunde rein, hier ist es auch sehr schön. Viel Natur, ein Ottergehege, wo wir keine Otter gesehen haben. Jetzt laufen wir noch in die Richtung, wo es Wildpferde und wie heißen die anderen?
Przewalski-Pferde und Wisente. Das Beste ist, wir haben gar keinen Eintritt bezahlt. Nee, kostet nichts. Genau. Ich glaube, wenn man parken will, kostet es 3 Euro für so eine Parkkarte. Aber so mit dem Fahrrad konnte man jetzt einfach so hier reinfahren. Wir hatten gestern einen wirklich sehr, sehr schönen Tag. Findest du auch? Ja, finde ich auch. Wir sind, glaube ich, fast 40 Kilometer gefahren und das ausschließlich auf Fahrradwegen, mitten durch die Stadt, durch die Prärie, wo gar nichts ist. Selbst da gibt es die best ausgebautesten Fahrradwege. Also zum Fahrradfahren wirklich fantastisch. Ja, wir haben ja auch, ich hatte eigentlich gedacht, dass ich hier Tulpenfelder zu sehen bekomme. Zuerst haben wir dann ja das ein oder andere gesehen, was... War zwar ein Tulpenfeld, aber da war mit den Blüten nicht mehr so viel los. Aber zu guter Letzt haben wir ja doch noch ein Feld gefunden, was einigermaßen schön in Blüte stand. Und da haben wir dann auch ein paar schöne Fotos machen können. Ja. Besonders gut hat mir der Park, der Naturpark, der zu Lillestadt gehört, gefallen. Der war ziemlich zum Schluss, da sind wir ja auch durchspaziert, das war schon schön. Aber auch da gibt es überall Fahrradwege, da kann man auch super gut durchfahren. Das haben wir dann auch noch ein Stück gemacht und haben dann ja die Otter noch gesehen. Genau, und das Beste war, das war komplett kostenlos. Eigentlich, wenn man mit dem Auto kommt, muss man, glaube ich, 3 Euro für so eine Parkkarte bezahlen, aber man kann auch mit dem Fahrrad dahin. Dann kann man einfach da rein und es gibt ein Restaurant, da kann man lecker essen und es gibt viel zu sehen. Man kann stundenlang spazieren gehen. Ja. Also es ist wirklich schön gemacht und wie gesagt, für umsonst. Ja, die Tiere hatten alle Gehege, wo wir teilweise halt nicht mit dem Hund rein durften. Bei den Wisenten zum Beispiel, da ist Ralf dann alleine reingelaufen, aber dann waren da auch direkt die Tiere und haben da gelegen. Und von außen, wenn man da mit dem Hund läuft, hat man auch die Möglichkeit, die Tiere durch den Zaun zu sehen. Es war gestern ja sehr sonnig und warm, also die haben ganz häufig halt weit weg im Schatten gelegen. Aber die Möglichkeit ist halt da und bei diesem Restaurant gab es auch eine Toilette, ein Spielplatz war direkt da und ein Informationszentrum, wo die Tiere halt auch ausgestellt sind, die da in diesem Park leben. Also wirklich toll gemacht. Ein bisschen schade fand ich, dass die Beschilderungen an den Gehegen alle nur auf Niederländisch standen. Ja, wir sind ja auch in Holland. Ja, aber ich zum Nachvollziehen, was da so stand, wäre es natürlich schön gewesen in verschiedenen Sprachen, in Deutsch, Englisch oder so. Aber gut, muss. Du weißt jetzt auf jeden Fall, dass Elanden wohl Elche bedeutet. Ja, genau. Elche soll es da auch geben. Wir haben keinen einzigen gesehen. Ja, aber das war mit den Ottern auch so. Wir standen bei den Ottern, wir haben geguckt in alle Richtungen,
keinen Otter, nichts zu sehen. Dann sind wir da eine Runde rumgelatscht und sind nachher mit dem Fahrrad nochmal da rumgefahren und dann konnte man die Otter dann plötzlich auch gut beobachten. Der hat sich auch schön gezeigt, man konnte richtig schöne Foto- und Filmaufnahmen machen. Ja. Und das war wirklich richtig schön. Ja, das war's wirklich. Wir wollen heute einen ruhigeren Tag verbringen. Wir wollen gleich tatsächlich unser Kanu auspacken. Ja, heute ist der große Tag gekommen, wo wir endlich unser Kanu mal ausprobieren wollen. Ja. Wollen ein bisschen hier die Szene beobachten. Es füllt sich langsam mit Surfern, Paddlern, keine Ahnung. Hier ist also schon auf dem Platz ein bisschen was los. Da werdet ihr bestimmt nachher auch noch die ein oder andere Aufnahme von sehen. Ja. Und wie ihr sehen könnt hier, ich versuche es mal zu zeigen mit dem Finger, da dieser Kerl, der da sitzt, das ist so ein ist so eine männliche Figur, sieht aus wie ein Mann, ne? Würde ich jetzt so sagen. Ja, würde ich auch sagen. So eine Figur aus Stahl. Die hockt da, ne? Ja, der sitzt in so einer hockenden Stellung. Und ich habe irgendwo auf Google Maps oder so gesehen, heißt irgendwie der pupende Mann oder irgendwie so. Ja? Ja, ich glaube, habe ich so gelesen, ja. Auf jeden Fall sitzt er da und ja, man weiß nicht genau, was er da macht und guckt halt aufs Meer hinaus. Der kackt den Deich voll. Ja, ja. Wollte ich jetzt nicht so sagen, aber ich glaube, das war damit gemeint. Ah, ja. Wie schön. Wir haben es geschafft. Wir sitzen in unserem Kanu. Mit Hund. Mit Hund. Ich will mal gucken, ob man den sehen kann. Ja, entspannt ist anders, aber... Ja, wir können es jetzt aber üben. Auf jeden Fall ist sie da immer eben rein. Genau. Wir werden es auch nicht übertreiben. Für mich war wichtig, überhaupt zu sehen, ob wir die ins Wasser, also ins Boot kriegen. Und jetzt werde ich dann für Schweden auf jeden Fall eine Hundeschwimmweste besorgen, damit wir da auch sicher sind. Wir haben auch schon welche, aber da wir, wie gesagt, jetzt hier nur gerade ein bisschen am Rand paddeln, um zu üben, haben wir die jetzt gar nicht an oder vielmehr auch vergessen. Kannst du ein bisschen mitpaddeln, das ist alles ein bisschen doof. Ja, mache ich. Okay, Kamera aus, paddeln angesagt. Bis später. Da hinten paddelt Ralf. Ich bin mit Mila jetzt wieder raus. Also wir wollten das jetzt für das erste Mal auch nicht übertreiben. Aber da sind jetzt auch so viele Wellen. Also man kommt kaum dagegen an. Also Ralf paddelt sich dann Wolf, um überhaupt vorwärts zu kommen. Ja, wir sind aber sehr froh, dass das mit Mila doch relativ gut geklappt hat. So,
So, wir haben den Platz jetzt verlassen. Wir haben heute Sonntag, also heute Abend müssen wir auch wieder zu Hause sein. Wir sind schon Richtung Heimat gefahren und machen jetzt hier noch einen Stopp im Nationalpark Veluwe Zoom. Hier wollen wir noch eine Wanderung machen. Ralf guckt gerade mal, welche Route wir nehmen. Ich denke mal so circa 5 Kilometer können wir noch wandern und dann denke ich nachher eine Stunde und dann sind wir auch schon wieder zu Hause, wenn überhaupt. Also wir sind in der Nähe von Arnhem, ist nicht so weit von uns weg. Zum Platz nochmal eben, ich wollte ja eigentlich mit dem Platzwart noch gesprochen haben, der sollte den Platz nochmal vorstellen, aber durch diese Veranstaltung, die da war, dieses ja, Surfwochenende, hatte der keine Zeit und deshalb sage ich jetzt noch mal eben, also wir haben 17 Euro bezahlt für den Platz. Es gibt keinen Strom, keine Entsorgung, Versorgung, nicht möglich. Das Einzige, was da war, waren dann 2 Dixie-Klos. Ja, für uns war das vollkommen in Ordnung. Wir haben ja alles dabei. Uns hat es gefallen, aber 2-3 Tage reichen dann auch. Dann hat man da alles gesehen und will man wieder weiter. Gut, wir schauen mal, was wir hier so sehen und nehmen euch wieder mit. Hast du was rausgesucht? Jo, habe ich. Es gibt 2 Routen, die hier ausgeschildert sind. Die eine geht 5 Kilometer, die andere 2 Kilometer. Ja, man kommt dann hier an so einem, wenn ich das richtig verstanden habe, mein Holländisch ist jetzt ja auch nicht so gut, ist halt so wie so eine Art Teehaus, Pfannkuchenhaus. Ah ja, cool. Und auf der anderen Route, die so 2 Kilometer geht, kommt man auch an diesen, ja, so einen kleinen Schlosspark oder sowas ist das. Da kann man auch durch den Garten wandern. Da ja. Kann man sich diesen Park da angucken. Aber der ist nicht auf der langen Route, der ist nur auf der kurzen Route. Ja, aber die lange Route ist gut, dann können wir nämlich nachher schön einen Kaffee trinken. Finde ich gut. Das habe ich mir auch so gedacht. Finde ich gut. Dann machen wir. Wie spät haben wir? 3:05. Ja, ist doch richtige Zeit. Ja. Dann wollen wir mal loswandern. Auf geht's. Auf wir müssen geht's. Dann den grünen Punkten folgen. Den grünen Punkten hier ist so ein Pfeil. Wahrscheinlich hier hin. Hier runter, oder? Ja. Okay, dann gehen wir mal los. Komm. Jetzt haben wir uns erstmal einen Kuchen verdient, ne? Ja. Und einen Kaffee. Ja, können wir den jetzt auch loslegen? Ja, können wir. Okay, wir genießen unseren Kuchen. Bis später. So, überall in dem Park gibt es Wege für Wanderer, für Radfahrer und es gibt auch ausgewiesene Wege für Reiter. Wie in Holland üblich, die besten Fahrradwege, die man sich vorstellen kann. Und größtenteils läuft man tatsächlich von den Fahrradfahrern auch getrennt, sodass man sich nur selten über den Weg läuft. Oder fährt. Oder fährt. Wir hatten eine richtig schöne Wanderung und sind jetzt schon ein gutes Stück weitergefahren. Wir entsorgen gerade in Elten, Emmerich Elten. Hier ist auch nochmal ein Stellplatz. Wenn wir von Holland kommen, können wir besser hier entsorgen. Dann brauchen wir nicht bis Rees fahren. Ja, hier endet jetzt unser Video und wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Und ich hoffe und denke, dass es dann nächste Woche wieder ein neues Video von uns gibt. Mal schauen, ich bin mir noch gar nicht sicher, was es zu berichten gibt. Mal gucken, irgendwas wird uns schon einfallen und wenn nicht, dann spätestens in 14 Tagen. Okay, dann eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao, bis bald.